Meine Damen und Herren, wir befinden uns im ersten von insgesamt 3 Plenartagen vor der Sommerpause. Bis Freitag stehen in mehr als 50 Debatten 40 Gesetzesbeschlüsse an. Aktuell sind wir beim Thema Rot-Weiß-Rot-Karte. Diese soll reformiert werden. Am Wort ist nun Gerald Lorker von den NEOS. Das gilt es schon anzuerkennen. Diese Gesetzesvorlage bringt bei der Rot-Weiß-Rot-Karte Verbesserungen. Es wird von starren Einkommensgrenzen abgegangen, bei denen die in Österreich eine Uni abgeschlossen haben. Und es wird aufgehört mit der sinnlosen Unterscheidung, ob jemand 30 Jahre ist oder älter, weil er dann mehr verdienen muss, wenn er 31 ist, damit er eine Rot-Weiß-Rot-Karte bekommen kann. Das ist gut. Es bleiben einige Probleme bestehen. Deswegen haben wir auch einen Abänderungsantrag eingereicht, den ich hiermit in den Grundzügen erläutere. Wir hätten gerne mehr Geschwindigkeit im Verfahren. Wenn das jetzt alles digital geht, dann muss das auch beim AMS flotter gehen. Das kann man in einer Woche abwickeln. Bei den Englischkenntnissen ist man nach wie vor zu restriktiv. Es wird also für zusätzliche Punkte im Verfahren vorausgesetzt, dass die Konzernsprache Englisch ist. Jetzt haben aber bei uns alle Englisch in der Schule, und wenn Sie in ein österreichisches Unternehmen kommen, dann sind immer Leute da, die Englisch können, und wenn daher der Drittstaatsangehörige Englisch kann, dann muss das auch reichen, damit er die zusätzlichen Punkte im Verfahren bekommt. Und außerdem gibt es ein Anliegen der Universitätenkonferenz, dass Studierende aus Drittstaaten schon 6 Monate vor Ablauf ihres Visums hier ein Ansuchen stellen können, den Aufenthaltstitel zu verlängern. Insofern gäbe es da noch Punkte zu verbessern, die in unserem Abänderungsantrag aufgeführt sind. Es wird sich substanziell schon deswegen nicht viel tun, weil die Aufteilung auf 2 Behörden bleibt. Für eine Rot-Weiß-Rot-Karte muss ich immer zur Bezirksverwaltungsbehörde und zum AMS gehen. Und natürlich dauert ein Verfahren länger, wenn es auf 2 Behörden aufgeteilt ist, als wenn es bei einer zusammengeführt ist. Das ist ganz logisch. Und daher werden wir international weiterhin einen Wettbewerbsnachteil haben im Kampf um die guten Kräfte, weil solche guten Kräfte schneller in Schweden, in Australien, in Kanada eine Arbeitsbewilligung bekommen, als bei uns die Rot-Weiß-Rot-Karte, die in maria-theresianischer Manier langsam durch die Ämter gereicht wird in Papierform. Es ist noch ein weiterer Antrag heute zur Debatte. Ich bedanke mich für die einstimmige Annahme dieses Antrages im Ausschuss, nämlich Erleichterungen und Rechtssicherheit für Grenzgänger zu schaffen. Tausende Österreicherinnen und Österreicher arbeiten über der Grenze, pendeln täglich nach Deutschland, in die Schweiz, nach Liechtenstein. Allein in meinem Bundesland sind es 10% der Erwerbstätigen, die solche Tagespendler sind. Und die haben eine Homeoffice-Beschränkung auf 25% der Arbeitstage bisher gehabt. Und das ist natürlich im Post-Covid-Zeitalter nicht mehr angemessen. Es geht darum, dass diese Menschen ihren Rechtsstatus als Grenzgänger behalten können, auch wenn sie mehr Homeoffice-Tage haben als 25%. Da sind sozialversicherungsrechtliche Fragen zu klären mit den Nachbarländern. Da sind auch steuerrechtliche Fragen zu klären mit den Nachbarländern, beispielsweise im Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland gibt es eine 45-Tages-Grenze, und ab diesen 45 Tagen entsteht für das deutsche Unternehmen in Österreich eine Betriebsstätte, wenn der Mitarbeiter zu lange im Homeoffice arbeitet. Also da haben wir einen großen Job zu erledigen, hat die Regierung einen großen Job zu erledigen. Aber mit der Annahme dieses NEOS-Antrags auf Rechtssicherheit für Grenzgänger bedanke ich mich für das Bekenntnis, dass die Mehrheitsfraktionen hier ihrer Verantwortung nachkommen und entsprechende Schritte setzen. Vielen Dank. Das war Gerald Lorker, der Sozialsprecher der NEOS, mit einem Abänderungsantrag. Den NEOS geht die Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte zu wenig weit. Worum geht es bei der Reform? So wird künftig eine Mindestentlohnung von 50% der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage ausreichend sein, um Zugang zum Dokument zu erhalten. Außerdem werden Englischkenntnisse, Deutschkenntnisse gleichgestellt.